So, hallo, wir machen weiter. Ich hab's noch nicht. Das ist der Unterschied zu Fortnite-Aufnahmen. Gott, wo ist es? Fortnite öffne ich erst, weil ich da erst sehr spät die Aufnahme starte, weil da kommt Intro und lange Ladezeit und alles Mögliche. Und sowas wie ein Hack, das ist halt in einer Sekunde geöffnet. Achtung, zack. Ja, ist offen. So, und deswegen denke ich nie dran. Deswegen denke ich einfach nie dran, es zu öffnen vor der Auf. Also selten. Nie ist falsch, selten ist richtig. Denke ich einfach selten dran, es zu öffnen vor der Aufnahme. Gut. An der Stelle schaut mein Fortnite-Let's Play. Danke. So. Nein. Nein. Mir ist völlig klar, dass das ein Spiel ist, was sehr wenige anschauen. Also die. Ich weiß gar nicht, wer es eigentlich anschaut. Also ich meine, Counter klickt es wahrscheinlich immer kurz an, um dann Dislike zu geben. nein. Es ist. Ich muss sagen, mir macht die Fortnite-Aufnahme eigentlich schon Spaß. Aber man hat schon so das Gefühl, dass man so ein bisschen mit sich selbst an der Stelle redet. Hier rede ich zumindest noch mit ein paar mehr Leuten. Das fühlt sich etwas nicht ganz so weird an. Aber es ist ja okay. Also ich kann ja keinen dazu zwingen, jetzt Fortnite zu mögen. Aber ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Sonst würde ich es ja auch nicht spielen. So, ich würde nicht spielen, was mir keinen Spaß macht. Deswegen spiele ich auch keine Inferi mehr. Ich darf das Wort gar nicht so laut sagen. Sobald man das anspricht, das Wort, kommt plötzlich so ein Jan oder so ein Felix um die Ecke und sagt so, ey, spiel wieder, spiel wieder, spiel wieder, spiel weiter, wir haben Level und nein. Aber sagt's nicht weiter. So. Gut. Können wir jetzt konzentriert spielen? Das wäre super. Also. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Nein, ich will doch nur da hoch, Mann. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Das hat vorhin nicht funktioniert. Jawollo! Oh mein Gott. Hi. Oh, das ist ein Zaun. Ja, okay, das ist aber der normale, oder? Gibt's überhaupt einen normalen Zaun? Ja, schon, oder? Ich bin confused. Oh, ja, das ist ein Mario-Remix. Hab ich gar nicht. Oh, Scheiße! Wie viele Möglichkeiten hatte ich gerade, nicht zu sterben? Wie viele Möglichkeiten hatte ich gerade, nicht zu sterben? Und fall trotzdem bis ganz nach unten. Ey, das ist so traurig. Aber mir scheint, die Yoshi-Coins sind alle, wenn man oben rum geht. Also, weil unten rum geht's ja auch, aber man muss scheinbar oben rum gehen. Und wenn man das halt vorsichtiger machen würde wie ich, dann würde das auch nicht schief gehen. Also wir müssen oben bleiben. Ist in Ordnung. Ja. Aber die Idee wiederum mag ich, dass man den Bonuskram nur bekommt, wenn man unten lang geht. Das ist eigentlich ganz nett. Okay, jetzt gibt es sogar eine Bonusröhre. So, die führt mich jetzt. Okay, die letzte Coin ist vorm Ziel. Okay, alles klar. Dann will ich jetzt aber auch mal den Weg unten rum mir anschauen, weil das war ein sehr kurzes Level. Das war sehr kurz. Ohne Midway Point dafür, was okay ist. Aber sehr kurz und wir haben auch den Mond noch nicht gefunden. Ist der Mond dann vielleicht unten? Denkbar wär's. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal den unteren Weg. Ah ja, jetzt hört man auch im Hintergrund so ein bisschen das Mario-Theme raus. Tatsache. Interessant. So, aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Mond finden. Hier gibt es sogar eine Blume und oben gibt es nur einen zweiten Pilz. Was ist das denn? Scam. Nein, ich wollte einen Spinjump drauf machen. Okay.
Oh, P-Switch. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt den hier machen. Aber so ist es natürlich nicht gedacht. Also wenn wir den P-Switch jetzt noch finden... Hi. Wenn wir den P-Switch jetzt noch finden, wissen wir, dass wir an den Mond gekommen wären. Na? Das heißt, wenn ich jetzt einen P-Switch finde, werde ich nicht... Oh, ich kriege sogar eine Feder. Das heißt, von hier aus käme man jetzt auch wieder nach oben. Also, aber sobald ich einen P-Switch finde... Nee, hier ist auch keiner. Und hier ist das Ziel. Okay. Hier ist ein P-Switch. Da wäre, okay. Na, ich wollte gerade sagen, sobald wir den gefunden hätten, wären wir damit zurückgegangen. Aber so wissen wir jetzt ja, ne? Den Mond haben wir ja schon bekommen. Ich habe ihn mir natürlich ein bisschen anders geholt. Wie man das halt so macht, wenn man Glitch-Puzzle-Hacks gespielt hat. Dann holt man sich den Mond halt so. Andere kennen diesen Trick gar nicht. Ja? Normale Hackersteller hassen diesen Trick. Hayashi Nero hat gebaut das rote Ghost House. Okay. Oh, die Musik ist schon mal cool, aber die Musik hat natürlich mit dem Level effektiv nichts zu tun. So, ja, tschüss. Hier keine Yoshis, habe ich eh nicht, ist in Ordnung. Och, jetzt... Ah, da hätten wir aber die Musik außen lassen können eigentlich. Ich meine, die Yoshi-Musik ist auch schön, aber die ist halt eher ein Yoshi-Schloss. Die fühle ich jetzt als Geisterhausmusik nicht so. Aha. Riesiges, schwieriges Rätsel. Wie werde ich nur an die Yoshi-Coin kommen? Ich weiß es auch nicht. Puh. Das war schwierig. Zerquetscht mich? Okay, das würde mich zerquetschen. That's not so good. Aber, also wie gesagt, die Musik... Yoshi-Haus-Musik... Yoshi-Haus... Yoshi-Schloss-Musik fühle ich jetzt irgendwie nicht so sehr. Okay, wo sind die... Okay, hier muss irgendwo irgendwas drin sein. Ja, das habe ich jetzt nicht gemeint. Aber das ist auch okay, weil dann kann der schon mal einen Abflug machen. Da ist, was wir suchen. Da ist auch was Schönes. Okay. Aber was ist jetzt in den Blöcken, dass ich dann da hochkomme? Oh! Das ist interessant. Das geht erst hoch, wenn man die P-Switch-Blöcke wegmacht. Okay. Und ist ja trotzdem ganz ohne irgendeinen ASM-Quatsch. Also das ist normales Verhalten von dieser, von diesem Objekt. Interesting. Denn ich möchte nochmal betonen, ihr müsst immer bedenken, dass es Vanilla-Sachen sind, die benutzt werden. Man darf nur Vanilla-Sachen benutzen. Bleib, wo du bist. Ich will die Yoshi-Coin. Aua. Boah, die Yoshi-Coin ist hier... Oh, scheiße. Hart verdient. Den Rewind gebe ich mir mal wieder. Oder auch nicht. Warum nehme ich die Shell eigentlich mit? Vor Geistern kann ich mich eh nicht damit schützen. Yo, alles nur für eine Yoshi-Coin. Okay, Pilz. Sehr gut. Da ist sie. Scheiße. Und in die Röhre. Oh mein Gott, ich muss in die Röhre. Rein da.
Midway Point wäre jetzt nice. Das ist... Oh mein Gott! Das ist der Gang vom ersten Schloss. Okay. Jetzt kommt gleich wieder so ein Ding. Na, oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte, es ist genau am Rand. Zum Glück war es nicht genau am Rand. Hoi, hoi, hoi. Hä? Ach so. Das geht nicht bis ganz runter, ne? Ja, okay. Ich wollte schon sagen, hey, wo soll ich denn hin? Aber ja, hat sich erledigt. Ich weiß, wo ich hin soll. So, hier wäre, glaube ich, jetzt normalerweise die Tür. Ich glaube, da wäre normalerweise die Tür gewesen. Also geht ein bisschen länger der Gang. Oh mein Gott! Das war frech. Ah! Ist das ein Loch oder ist das zum Drehen? Ah, dann kann ich jetzt da dahinter... Ach, das fällt auch dahinter runter. Jetzt habe ich mich komplett ablenken lassen. Wozu habe ich dann überhaupt jetzt nach hinten gedreht? Mein Gott. Mein Gott. Also wozu habe ich jetzt überhaupt nach hinten gedreht? Das war ja komplett überflüssig. Okay, ich muss groß werden. Für die Yoshi-Coin. Oh, nee, ne? Oh, nee, wenn man nicht groß ist, wird man bestraft, weil man die Yoshi-Coin nicht mehr kriegt. Das ist ja blöd. Und ich wurde jetzt hier auch nur bestraft, weil ich unbedingt nach hinten wollte. Dabei muss man da gar nicht nach hinten. Na, so ein Quatsch. Okay. Den Gang habe ich jetzt nicht so ganz gefühlt. Okay. Das Level an sich ist cool. Es ist okay. Ich würde nicht cool sagen, ich würde okay sagen. Es hat so ein paar Schwächen, aber es ist jetzt nicht... Nee, es ist schon an sich okay. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ist die Yoshi-Coin in der grünen Röhre oder in der grauen oder in der Tür. Oh, jetzt geht das wieder los. Und wir hatten noch keinen Midway Point, ne? Da ist die Yoshi-Coin. Gott, wir haben alles. Ach so, und hier komme ich raus. Okay, also muss ich in die Tür zum Schluss. In Ordnung. Ah, das Zeitlimit ist schon kritisch. Aber die Musik, die hätte doch bleiben können. Die hätte in dem Geisthaus bleiben können. Die war richtig schön. Die hätte doch bleiben können. Warum hat er denn die nochmal getauscht? Naja. Also, na, hätte ich mehr gefühlt, die Musik. Gut, aber wir haben alles. 72. geworden und damit weiter. Primary Pipes. 50. geworden von Schock. Oh. Da ging's nach unten. Wieso kriege ich den? Achso, ich krieg den so. Okay. Okay, also manche Röhren gehen rauf und runter und manche nicht. Und wie komme ich jetzt an diese Yoshi? Achso, doch. Ah, okay, ich dachte, die grüne geht runter. Aber nee, da kommt eine rote hoch. Und da kommt schon die nächste Yoshi-Coin. Okay, das ist auch interessant. Gott, die wird interessant zu holen. Bitte triff mich nicht. Okay, danke. Ja, gut. Ja, ist auch egal. Passiert halt. Kommt gleich die dritte Yoshi-Coin? Kann ich da drauf stehen? Ja, da drauf kann ich stehen. Okay. Nein, das ist nicht weit genug gegangen. Kannst du mal runterkommen? Danke. Und jetzt kannst du bitte in die Richtung gehen. Ja. Nein. Ja. Ja, wir schaffen das.
Nein! Ja. Wir schaffen das. Yes! Und hier sterbe ich dann, natürlich. So. Aber ich mag... Das hier sieht zum Beispiel... Das hier sieht übertrieben... Das ist übertrieben cool. So da so einen Aufzug praktisch draus zu bauen aus diesen verschiedenen Dingern. Das finde ich ein wunderschönes Element. Also das wertet das Level direkt auf, muss ich sagen. So was Kreativität zum Beispiel angeht. Das dürfte doch zum Beispiel jetzt bei den Das dürfte doch bei den Kreativitätspunkten ziemlich viel Bonus gegeben haben, oder? Denke ich mir jetzt mal. Ich habe übrigens... Stimmt, das wollte ich ansprechen. Gut, dass ich es vergessen habe, die ganzen letzten Dinger. Ich habe die... Na, sag schnell. Mann, ich dachte, der kommt jetzt. Sehr gut. Nicht so gut. Ich hab die... Oh Gott. Schwierig. Wie soll ich... Das ist jetzt schwierig vom Timing her. Ich werde den Satz noch beenden. Keine Sorge, ich weiß, was ich sagen wollte. Gleich beende ich den Satz noch. Danke. So. Ich habe in der Beschreibung habe ich die ganzen Bewertungen von den Jurys, die Gesamtbewertung. Super. Die Gesamtbewertung als auch die einzelnen Jurybewertungen könnt ihr alles da nachlesen. Muss ich hier rüber oder was? Das muss doch da rein, oder? Hä, ich komme da nicht rein. Ich bin verwirrt. Ich habe die Gesamtbewertung und die Tick. Nee, ich muss da rüber, okay. Oh, ich dachte, ich kann hier nach hinten. Kann ich gar nicht. Die Gesamtbewertung und die TXTs. Also die einzelnen mit Begründung und so weiter. Habe ich alles verlinkt. Könnt ihr jederzeit nachlesen, wenn es euch bei irgendeinem Level besonders interessiert. Geht ihr einfach in die Beschreibung, klickt die TXTs an, dann könnt ihr zu jedem, von jedem Mod, nicht Mod, von jedem Juryviech. Ach, muss ich hier irgendeine Ranke hochfahren lassen oder was? Hä? Oh, ich muss das Ding runterfahren. Ja, jetzt ist sie. Also, es ist mir ein Rätsel. Es ist und bleibt mir ein Rätsel, wie ein normal spielender Mensch diese Zeitlimits hinbekommen soll. Das Level ist mit 300 Mario-Sekunden angegeben. Mit 300 Mario-Sekunden. Wie soll man das am Stück denn schaffen? Also, Entschuldigung. Verstehe ich echt nicht. Nee. Wenn man das Level halt nicht kennt, so wenn man es kennt, kann ich mir schon vorstellen, dass man das in der Zeit am Stück schafft. Aber, hä? Also, ich glaube, ich werde es wirklich in Zukunft so machen. Ich bringe mich einmal um nach dem Midway Point. So, das erscheint mir am... Ja, was ist das jetzt hier für ein Quatsch? Big Mario Discrimination. Das erscheint mir am sinnvollsten. Und da es ja unterschiedliche Zeiten sind... Haben offensichtlich die Ersteller ja selbst diese Zeiten angegeben für ihren Hack. Für ihr Level. Also das verstehe ich nicht.
Ich meine, die sind doch völlig unrealistisch. Okay, da ist die letzte Yoshi-Coin. Und Bossfight kommt auch noch. Und das alles hätte ich in der Zeit vorhin schaffen sollen. Ja, ist klar. Und vor allem, das ist ja ein Boss, der wird ja nicht schnell. Also der hat ja nun mal eine feste Geschwindigkeit. Das wäre in der Zeit niemals machbar gewesen. Es ist ja so schon wieder fast die Hälfte der Zeit weg. Jetzt kriege ich sie. Oder auch nicht. Jetzt hätte ich sie... Ah, jetzt hätte ich sie... Okay, jetzt hätte ich sie auch kriegen können. Das ist sie nicht. Okay. Ich meine, das wäre zeitlich niemals... Hätte das niemals geklappt vorhin. Also die Zeitlimits bleiben und sind und bleiben für mich ein Rätsel. Ich muss es so sagen. Okay. Terrible? Was? TO2-Li Terrible. Soll es Totally heißen? Weil Totally ergibt keinen Sinn, weil 2 ist kein T. 2 ist ein Tu. Egal. TO2-Li Terrible. Wahrscheinlich soll es ein Totally sein, keine Ahnung. Wir hoffen mal, dass das Level nicht Totally Terrible ist, aber scheinbar ist es das nicht, sonst hätte es ja eine andere Bewertung bekommen. Ja, da wollte ich nicht hindüsen. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Konnte man nicht mal so durch die Röhren irgendwie... Ja, kann man, okay. So, jetzt erstmal groß werden. Und dann den nächsten holen. Sehr schön. Okay, ich hoffe, ich brauche den nicht noch. Ich brauche den noch. Okay, wie soll man das schaffen? Kann der hier so dran vorbeifliegen? Okay, das kann er. Okay, 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 I see. Runter. Nicht ganz so. Nein, ich muss da mitfahren. Das ist wie so ein Taxi. Ui. Okay, und jetzt einfach da durch. Schneller. Okay, passt. Midway. Keep the cloud close. The further away he is, the faster he goes. And the faster he goes, the harder he is to avoid. The cloud ist das Viech. Sehr gut. Ich dachte jetzt erst, er meint vielleicht die Wolke, auf die ich muss, aber das kann ja nicht sein, sondern gemeint ist dann der Lakitu-Wolke. Die Lakitu-Wolke. Wegen Avoid. Aber die kommt noch gar nicht, okay. Ui. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Nein, ich muss da mitfahren. Das hatten wir vorhin schon das Thema. Ui. Geh dann schnell so hoch. Yo, wie schnell muss ich sein? Was zur Hölle? Nein, ich will den nicht sofort einsammeln. Genau das ist der Punkt. Ich will noch ein bisschen weiterfahren. Jetzt holen wir uns den. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich viel mehr Zeit. Ja, das nützt mir jetzt halt auch nichts. Alter! Okay. So. So klappt's. Den hole ich mir hier. Yes.
Da ist wieder eine Yoshi-Coin. Manchmal macht er automatisch diesen Boost, ohne dass ich es will. Weil ich dann versehentlich auf die gleiche Taste komme. Ui! Da ist die Cloud. Da ist die Cloud, von der gesprochen war. Oh mein Gott, das wird richtig krass. Ja. Das ist halt das Ding mit je näher... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wisst ihr was? Wir machen den einfach weg. Hat gut funktioniert. Das müsste doch irgendwie so funktionieren, oder? Nein. So vielleicht. Alter, das klappt wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. Also, die Cloud plus Ballon ist auch so das Grausamste, was man in einem normalen Hack machen könnte. Ich brauche die nicht mehr. Ich brauche den nicht mehr. Nee. Nein, die Yoshi-Coin behältst du jetzt. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Diese Kombination, nee. Nein, das ist wirklich totally terrible. Das ist so totally terrible, dass ich tatsächlich auf die Yoshi-Coins verzichte. Ihr wisst ja, wie man hingekommen wäre, also. Nee. Bevor ich da jetzt einfach noch 5 Minuten lang rumrewind und dann irgendwann mal die Yoshi-Coin habe. Nee. So. Scheiße. Ach, da ist Boden. Okay, da will ich irgendwie rankommen. Jetzt bin ich zwar groß, aber ich brauche eine Shell. Ja, ich trottel. Mensch, wo kriege ich nur eine Shell her? Hui. Oh. Ja, Moment. Ach so, da kann man stehen. Das wusste ich nicht. Und wofür ist denn das Springboard? Wofür ist das Sprungbrett? Ach, hierfür. Hui. Okay. Oha. Oha, tschüss. Jetzt geht er wieder in die Richtung. Oh, ich sehe was. Ja. Für eine Yoshi-Coin wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Das Level ist schön. Also das Level finde ich schön designt. Es ist zwar alles die Vanilla-Grafik, so, ne? Aber das Level-Design ist schon schön. Was dann wahrscheinlich auch wieder bedeutet, ist, es scheint nicht Kriterium zu sein. Es scheint nicht Kriterium zu sein, es möglichst nicht wie Vanilla aussehen zu lassen, sondern es ist völlig in Ordnung, wenn es wie Vanilla aussieht. Weil ich glaube, das war Level 30 oder Platz 30 oder so. Also ziemlich weit vorne. Also muss es denen ja gefallen haben, ob trotz, dass es nur Vanilla-Grafiken nutzt. Und auch wie Vanilla-Grafiken aussieht. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Na, es sind immer Vanilla-Grafiken, aber manchmal sieht es halt auch nicht wie Vanilla aus. Okay, warte mal. Das fühlt sich an, als ob ich darüber könnte. Nee, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, das war Zufall, dass das so aussieht. Aber irgendwie kommt man da hin. Für eine Yoshi... Doch, da kann man hin. Da kann man irgendwie hin. Oh ja, doch, ich sehe es.
Man kann da drauf stehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Genau, da drauf kann man... What the heck? Was? Habe ich den Stern verpasst? Ich muss doch einen Stern verpasst haben. Da komme ich doch niemals normal durch. Weil es würde dann hier müsste ich dann ja durch. Ach, das ist, hä? Ach, das führt nur hierhin zurück. Ach so. Hä, das ist dann sowieso falsch. Das führt nur hierhin zurück. Das hat wie so ein Weg gewirkt, das ist gar nicht so gedacht. Aber wie komme ich dann da oben an die Yoshi-Coin ran? Ha. Ja. Ach, ist das da... Gehört der Weg dann da oben vielleicht richtig dazu, so dass man da überhaupt späterst hinkommt? Könnte sein. Ah, okay, jetzt komme ich hier oben raus. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Okay, hier muss ich mit dem P-Switch hin. Gut. Ich bringe mich jetzt nur um wegen der Zeit. Weil das scheint mir wieder alles länger zu werden und das schaffen wir sonst zeitlich nicht. Hier drüben muss ich nämlich auch mit dem P-Switch hin. Also ich muss links und rechts mit dem P-Switch hin. Okay. Dann will das gut durchplant sein. Dann will das alles gut durchplant sein. Nee, Moment. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal durch. Ist das jetzt alles hier Bonusweg oder? Ich bin irritiert. Wo komme ich jetzt raus? Hä, jetzt komme ich hier vorne wieder raus? Hä? Ach so, weil man den P-Switch braucht. Ja, okay. Dann fehlt uns noch der Mond. Und dann muss der Mond... Ich mache das kurz über Zurückspulen. Dann muss der Mond da drüben nämlich sein. Dann muss der Mond hier auf dem Weg... Dann muss der Mond hier auf dem Weg zu finden sein. Mein Gott! Ach so, in die Röhre, ja, okay. Pilz. Nichts Wichtiges. Ja, okay. Jetzt komme ich auch hier raus.
Was ist, wenn ich da jetzt nicht den drücke? Bin ich tot. Okay, wo ist der Mond? Ich dachte, vielleicht ist der dann da hinten irgendwo, aber da war jetzt ja irgendwie auch nicht. Hä? Ich kann hier wieder rein. Und dann komme ich hier raus. Das wird ja immer wilder. Oh. Was ist denn? Wenn man hier... Nee. Nee. Hä, wo soll denn der Mond sein? Hier kann ich auch nicht woanders hin. Aua. Hier noch irgendwas versteckt? Nee. Ist auch kein anderer Weg. Da kann man auch nicht irgendwo anders hin. Also in dieser Zwischenwelt würde ich sagen, ist der Mond nicht. Dann blieb jetzt diese Zwischenwelt. Ah, das war die komische. Oh Gott. Na komm, wir probieren es nochmal. Vielleicht am Ende... Ah, dass man am Ende weiterfährt. Geht das? Kann ich am Ende weiterfahren? Nee. Nee, kann ich auch gar nicht. Hier hoch geht's aber... Hm. Okay, wir beenden jetzt erstmal das Level. Und dann versuchen wir noch den Mond zu finden. Das ist nämlich ganz schön verzwickt. Vielleicht gleich hier am Anfang, dass ich auf die Dinger drauf muss und dann irgendwie weiter hoch. Nee, hier geht's nicht weiter hoch. Also Möglichkeiten gibt es, glaube ich, noch ganz schön viele. Weil durch die ganzen Ranken und so kann man hier schon einige Sachen verstecken. Okay, gesehen haben wir den Mond jetzt. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Komme ich von hier da hoch? Ah, lol. Ah, lol. Okay. What? Okay. Dann haben wir den Mond jetzt auch. Gut. Interessantes Versteck für den Mond, ja, aber ist okay. So, wir haben in diesem Part 1, 2, 3, 4, 5 Level geschafft. Sehr schön. Das ist Fortschritt. Ich bin... Oh mein Gott, ist das cool. Kommen die nur raus, wenn man da hinläuft? Oh mein Gott, ist das cool. Und Youngboy hat dann nächstes Mal das Startlevel Nummer 100, nicht Nummer, aber Platz 100 gebaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.